Wir gehen jetzt durch unsere Stadtmauer zu einem echten Gerichtsplatz, der einige hundert Jahre alt ist. Und Gerichtsplätze zu der Zeit lagen immer außerhalb der Stadtmauern. Das heißt, wir verlassen die Stadt Arnsberg. Wir sitzen jetzt bei Gericht und da, wo ich sitze, durfte ich im Mittelalter nicht sitzen, weil die Gerichtsbarkeit war reine Männersache. Mit anderen Worten, auf dem großen Stuhl saß der Graf, der hatte den Vorsitz, und auf den kleinen Steinchen sozusagen durften die Herren Platz nehmen, die Richter waren. Und Richter werden durften in der Zeit nur Männer. Sie mussten allerdings drei Voraussetzungen erfüllen, das heißt, sie brauchten eine legale Geburtsurkunde. Heute kein Problem, früher ein bisschen schwieriger. Sie brauchten einen guten Leumund und mussten frei sein von Geburt an. Und der Letzte, der hier sein Leben verloren hat, war ein Mann, der hat seine Frau umgebracht und er wurde 1936 hinterm Landgericht geköpft. Und warum das Schwert hier auf dem Tisch liegt, wessen Geschichte das ist, das erfahrt ihr, wenn ihr uns mal besucht.